Salve a tutti. Es ist Dienstag, der 2. Juli. Wir haben 18:12 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel und in diesem Clip geht es um das Gold. Den letzten Clip im Gold habe ich gemacht, ich glaube, es war der 11. Juni. Und ich war seinerzeit der Meinung, dass vor euch liegt der Wochenchart, also eine Kerze, eine Woche, dass wir in diese Zone hier reinkommen können. Die lag zwischen 1350 und ich mache es mal ein bisschen größer, 1380. Das fand ich in Ordnung, damit konnte ich leben. Da waren wir nämlich hier an diesem Hoch aus 2014. Dann hat der Junge aber wirklich einen Short Squeeze hingelegt vom Allerfeinsten und hat sogar den Bereich von 2013, also vom Jahr 2013 hier gesehen. 1436. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Was wir jetzt hier machen ist, die Phase war vielleicht ein bisschen arg heiß. Wir korrigieren ein wenig. Wie gesagt, das ist der Wochenchart, das heißt, wir haben jetzt 2 Wochen ein bisschen Korrektur. Hier kann man durchaus von einem Shootingstar sprechen, ja. Wir können auch sehen, dass die Technik insgesamt zwar noch positiv ist, aber zum Beispiel über den Oszillator schon recht hoch. Aber ich bin ja ein ganz großer Fan von John Bollingers Bändern und da muss ich nach wie vor im Wochenvergleich sagen, die Bänder gehen weiter auf und da ist noch nichts mit von wegen, dass der Bewegung entgegengesetzte Band, also das untere, dreht irgendwo ein. Das heißt, auf Sicht von mehreren Wochen ist hier keine größere Korrektur angesagt, meines Erachtens nach. Kann ich es noch nicht nachvollziehen? Würde mich wundern, wenn sie käme. Ist die Frage, was ist eine Korrektur? Wie gesagt, 14,36 war das hoch. Gerade eben oder heute Morgen waren wir bei 13,87 und wir sind schon wieder bei 1.404. Da ist jetzt Musik drin, da ist Zucht drin, da gibt es Positionen, da ist Umsatz. Und ein Wert, der so steigt, der fällt nicht einfach nennenswert. Da kann man Glück haben, wenn der eine Seitwärtsbewegung macht oder eine kleine Korrektur bis zum 38er Retracement. Also das ist nochmal hier die lange Sicht. Da waren wir tatsächlich, ja, aus dem Jahr 2013. Und für mich, auch auf lange Sicht, gibt es eigentlich erst einen Widerstand hier in dem Bereich 1525. Das ist dieser Doppelboden, den wir hier hatten. Das ist 2011, das ist 2012. Und den haben wir dann in 2013 wirklich fulminant nach unten genommen. Ich gehe mal mit euch auf den Tag. Voilà, der Tag. Also hier sieht man natürlich diese Bewegung noch schöner, wie schnell die war. Das ist also fulminant, was das Ding da weggezogen hat. Einige sehr gute Analysten in Deutschland haben das also auch gesehen. Ich nochmal, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt im ersten Atemzug hier eine 1380 überbieten. Ich habe gedacht, wir tummeln uns da ein bisschen drunter, sammeln uns nochmal und gehen dann durch. Dass es in einer Bewegung durchgeht, ich habe das nicht gesehen. Ja. Okay, wir haben jetzt hier das, was auf Wochensicht. Mach's noch ein bisschen größer. Auf Wochensicht ein Shootingstar war, ist so eine Art Doji, beziehungsweise ist ein Doji auf Tagessicht. Und zwar hier am 25.06. Jetzt korrigiert er ein wenig. Das 38,2er Retracement liegt bei 1374. Da sind wir, verfolgen Sie mal das Fadenkreuz, ungefähr hier. Und interessanterweise liegt schon bei 1368 die 20-Tage-Linie, die jeden Tag steigt. Vom MACD her haben wir schon deutlich korrigiert. Das finde ich soweit in Ordnung. Das heißt, dieser Trend erfährt eine Pause. Und von der Stochastik her haben wir sogar ein Verkaufssignal bekommen. Dennoch würde ich, das ist jetzt Erfahrungswert, ich würde niemals einen Wert, der so stark gestiegen ist, short gehen mit der Hoffnung, dass er irgendwo wieder auf das Ausbruchsniveau, das wäre jetzt hier 1300, zurückgeht. Keine Chance. Was ich mir vorstellen kann, ist zum einen, dieses 38,2 Retracement bei 1374 in Verbindung mit der 20-Tage-Linie. Und wenn man wirklich Glück haben sollte, und ich meine das so, wie ich sage, wenn man wirklich Glück haben sollte, könnte man warten bis zu dem Bereich 1350. Aber letzteres glaube ich so nicht. Ich rechne tendenziell eher mit einer seitwärts- bzw. leicht korrektiven Phase und dann schnappt er sich erneut hier diesen Widerstand von im Moment 1436. Also ich bleibe grundsätzlich recht positiv für das Gold. Auch wenn die Technik momentan sagt, das ist ein bisschen durchgehechelt, wir brauchen eine Pause. Ich habe euch mal Scheine mitgebracht von Goldman Sachs. Und zwar zum einen diesen hier. Das ist ein 1340er, ein Open-End-Schein. Der hat im Moment einen 22er Hebel. 1340, da liege ich, verfolge das Fadenkreuz, ziemlich genau hier. Das würde heißen, unterhalb der 20-Tage-Linie und unterhalb des letzten Ausbruchsniveaus von 1350. Hier war das Zwischenhoch, hier sind wir durch und schon waren wir weg.
Noch ein bisschen drunter. Es ist im Moment ist das ein 22er Hebel und hat die Kennnummer GA7PGM. Das kann man durchaus schon probieren, allerdings muss man damit auch mit dem Gedanken spielen, dass man vielleicht dann nicht die ganze Position reinwirft, sondern vielleicht nochmal etwas nachkauft. Aber grundsätzlich finde ich das in Ordnung, hier ruhig mal Hand aufhalten in diesem Wert und in diesem Schein. Mit Putz tue ich mich natürlich unheimlich schwer, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass wir nennenswert hier weiter runtergehen. Wir haben bereits jetzt auf Kurs von jetzt 1404,72 haben wir schon 32 Punkte wieder nachgegeben. Ich glaube definitiv nicht, dass wir hier eine 50 sehen, 1350 mit, wie gesagt, viel Glück schon eine 1374. Das halte ich für möglich. Aber das ist mir zu wenig, um da zu spielen. Dennoch nenne ich einen Schein für die Pessimisten unter euch, die sagen, naja, also das war's jetzt hier und für die nächsten Jahre ist hier wieder nichts angesagt. Der muss aber dann liegen über 1440, über dem letzten Hoch. Und da bietet sich sowas hier an. 1455 hat im Moment einen 28er Hebel, das ist von Goldman die Kennnummer GM 1885, GM 1885. Das wäre eine Möglichkeit. Bei dem Put halte ich mich wirklich zurück. Ich warte eher, bis es ein bisschen fällt, wenn es denn das überhaupt tut, um mir dann nochmal Calls zu holen. Aber ich möchte das Gold nicht nach unten spielen. Da sehe ich momentan keinen Grund an. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.